Kalimera, Freunde, und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben heute Montag, den 13.05.2024, und ich genieße gerade die warmen Sonnenstrahlen hier auf unserer Terrasse. Es hat so um die 22, 23 Grad jetzt zu Mittag, und ich habe heute in der Tageszeitung Hania News gelesen. Ab Donnerstag kommt eine sehr massive Hitzewelle auf Kreta und auf Griechenland zu. Und in diesem Bericht steht, dass ab Donnerstag bis übers Wochenende das Wetter hier auf Kreta über 30 Grad haben kann. Also im Norden, hier bei uns, wird es so circa 32 Grad bekommen, und im Süden rechnet man schon mit 34 bis 35 Grad. Also noch dazu, das Wetter kommt von Südwesten, zieht über Kreta, über Westgriechenland bis über Athen drüber. Und natürlich, der Südwind bringt jede Menge Staub und jede Menge Sand wieder aus der Sahara mit. Natürlich, für die Sonnenanbeter ist das Wetter richtig optimal für einen Strandbadetag. Aber wenn man die Hitze nicht so gewöhnt ist, dann kann man schon etwas leiden unter der Hitze. Und man sollte natürlich jetzt nicht wirklich schwere Sachen machen. Also Wanderungen würde ich bei so einer großen Hitze doch nicht machen. Und natürlich wichtig ist, Leute, viel, viel trinken. Bei einer Hitze natürlich verbraucht der Körper durch das Schwitzen viel mehr Wasser, und das sollte man wieder zu sich nehmen. Es kann natürlich dann, wenn man zu wenig trinkt, zu Kreislaufproblemen oder zu einem Kollaps kommen. Also Leute, das waren die aktuellen News für diese Woche, und ja, die Hitzewelle, wir werden sehen, wie heiß es wirklich werden wird. Also Freunde, wünsche euch noch einen schönen Wochenbeginn, schönen Montag, und natürlich, wie immer, sage ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.